Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ich gebe es ja zu, als Kind habe ich sie gerne gesehen, die deutschen Karl-May-Verfilmungen. Angesiedelt im ehemaligen Jugoslawien war das der wilde Westen für mich. Ich habe Winnetou und Old Shorehand, Pierre Brice und Lex Parker gesehen und ja, mir hat das ganze Zeug gefallen. Ich musste Mitte 50 werden, dass ich den letzten Teil dieser Winnetou-Reihe anschauen konnte. Den habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Winnetou und sein Freund Old Firehand. Und das basiert auf keiner Karl-May-Geschichte, sondern das ist im Grunde die Figuren von Karl-May genommen und einen neuen Film unter der Regie von Alfred Vorher gedreht. Und es war eigentlich nicht mehr die Winnetou-Filme, wie ich sie kannte, von Rialto. Es war zwar nach wie vor Rialto-Film, aber es war eine Übergangsphase. Wir hatten diese alten Filme, und dann kam der neue Spaghetti-Western, der Italo-Western, und dieser Film war ein Übergang und hatte eine gewisse Härte, ohne den Charme der alten Karl-May-Filme eben nicht zu verlieren. Und Musik, ich habe es angesprochen, der Karl-May-Filme war für mich immer Martin Böttcher. Über den habe ich schon geschrieben, habe schon einen Podcast gemacht und einen Videocast gemacht. Toller Mann, tolle Musik. Aber jetzt ist mir aufgefallen, nachdem ich den Winnetou und seinen Freund Old Firehand gesehen habe, dass die Musik eine ganz andere ist. Nämlich vom legendären Peter Thomas. Wir kennen Raumpatrouille und so weiter. Brauche ich euch nichts erzählen. Peter Thomas hat einen Soundtrack gemacht für diese Winnetou-Reihe, nämlich Kaiser. Winnetou und sein Freund Old Firehand. Und jetzt kam die Vinyl-Schallplatte dieses Soundtracks heraus. Einmal im schwarzen Vinyl und einmal im limitierten 300er Auflage türkisen Vinyl. Und ihr könnt euch vorstellen, welche Version ich genommen habe. Wie ist die Musik? Was ich gehört habe, es ist eben nicht mehr diese Streicher, die Martin Böttcher halt ausgezeichnet haben, sondern es ist sehr viel rhythmischer, sehr viel Orchester. Eben Peter Thomas. Der hat nur einen Soundtrack gemacht, weil er eigentlich genug zu tun hatte mit Edgar Wallace. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Und von Jerry Cotton. Also der Mann war hoch beschäftigt und konnte halt nur einen Soundtrack machen. Und hat diesen gemacht, der war auf CD da. Jetzt hat man ihn auf Vinyl das erste Mal veröffentlicht. Und Adrian Keindorf hat das Cover gestaltet und auch hinten die Schwester von Winnetou. Und ich mache jetzt mal das Unboxing. Und weil ich will euch das Ding natürlich zeigen. Ich finde mein Messerchen nicht mehr, darum muss ich diese blöde Schere nehmen. Ich suche es aber wieder. Irgendwo habe ich es verschmissen. Ich weiß nicht, wo es ist. Also, 300er Auflage. Das ist wahrscheinlich nicht nummeriert, aber ich mache es mal auf. Dieser Adrian Kleindorf, der das Cover gezeichnet hat und das Inlay gezeichnet hat, hat ja vorher schon das Cover gemacht für Bruce Lee, The Bruce Lee Story. Oh ja, da habe ich auch schon einen Beitrag gemacht. So, jetzt ist das Zeug auf. Also, gucken wir mal rein. Original Motion Picture Soundtrack. Peter Thomas Orchester. 42 Titel. 42 Titel. Die sind natürlich jetzt nicht stundenlang, sondern manchmal eine Minute, manchmal 40 Sekunden, manchmal 21 Sekunden, aber es sind 42 Titel. In Memoriam, Pierre Brice, 1929 bis 2015 und In Memoriam, Peter Thomas, 1925 bis 2020. Er ist ja in Lugano am 17. Mai leider verstorben. Mal schauen, vielleicht treffe ich irgendwann mal den Sohn. Ah, und hier, innen. Ja, so sieht's aus. Ich gehe mal zurück. Ich falle vom Stuhl. Also hier die Bösen, hier natürlich Winnetou. Schön, gefällt mir. Jetzt gucken wir mal, ob ich wirklich die Vinylplatte habe. Die Türkise, ja, ich habe sie. Und ich ziehe es mal raus.
Es ist noch ein Werbeflyer dabei mit der Bruce Lee-Platte, die ich ja auch sehr, sehr gehen mag. The Boss. The Big Boss. Coole Platte habe ich auch. Und jetzt schauen wir mal hier. Ah, guck mal an. Jawohl, in Vinyl und in Türkis. Auf der einen Seite haben wir hier Old Firehand und eben Winnetou mit Pfeil und Bogen und Old Firehand mit dem doppelläufigen Gewehrchen. Und die B-Seite, da ist der Winnetou, wo ist er? Da ist er, auf dem Pferdchen. Wie hieß denn das Pferd? Schuh hieß das andere. Nee, ich hab's vergessen. Oh Gott, ich hab vergessen. Ich muss dazugeben, ich habe ja Karl May nie so gerne gelesen. Ich fand Karl May immer blöd. Aber die Filme habe ich mir gerne angeschaut als Kind. So, wieder rein in die Kiste und dann auf den Plattenteller. Heute Abend wird Musik gehört. Heute Abend wird Musik gemacht. Ist noch was drin? Nee, ist nichts mehr drin. Kein Download-Code, nichts ist drin. Nix, kein Download drin. Also die Plattenfirma oder der Vertrieb oder wie man da auch mal sagt. Muss ich sagen, toller Laden. Toller Laden. Hat viele Sachen, die mich leider arm machen werden. Old Score Music heißt das Ding. Old Score Media. Old Score Media sitzt in Stuttgart. Und Dietmar Bosch ist der Producer, Produzent quasi. Und ich muss sagen, Herr Bosch, tolle Reihe, gefällt mir. Und das tut mir in der Seele weh. Wir werden weiterhin kaufen. Ich werde weiterhin kaufen. Winnetou reitet. Große Titelmusik. Main Theme. Okay. Auftritt Old Firehand. Also man merkt, die Titel waren natürlich eher Arbeitstitel. Junge Liebe. Nachts auf der Straße. Nach der Befreiung. Naja gut. Ich bin gespannt. So sieht's aus. Ich wünsche euch einen guten Tag. Und ich vergleiche mal Peter Thomas, Martin Böttcher. Lässt sich nicht vergleichen. Beides große Helden. Danke. Ciao. Na?